Vom Schlüssel ist die Rede im Evangelium und in der Lesung, die wir aus dem Prophetenbuch des Jesaja gehört haben. Dem Schebner, dem Palastvorsteher, wird der Schlüssel abgenommen von Gott selbst und wird einem anderen gegeben, dem Eliakim. Der soll, so erwartet Gott, alles nach der Art, nach dem Herzen Gottes gestalten. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter legen. Er wird öffnen und niemand ist da, der schließt. Was hier circa 700 Jahre vor der Geburt Jesu geschehen ist, dass die Macht, der Einfluss einem weggenommen wird, weil er keinen guten Einsatz gezeigt hat und einem anderen gegeben wird, von dem Besseres erwartet wird, das hat sich dann 700 Jahre später in Jesus verwirklicht. Und zwar in einer vollkommenen Weise. Und Jesus sagt dem Petrus, dass er, Petrus, die Schlüsselgewalt bekommt. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Es bekommt der Petrus Schlüsselgewalt. Und wir könnten fragen, ist das nicht allzu gewagt, was Jesus da einem Menschen anvertraut oder zumutet? Ist es nicht zu gewagt, einem Menschen solchen auch endgültigen Einfluss zu geben, dass Entscheidungen, die auf Erden getroffen sind, im Himmel Bedeutung haben? Wir können davon ausgehen, dass Jesus sich den Petrus gut angeschaut hat und gut kennt und dementsprechend noch ausbildet. Ja, weil Petrus das braucht. Im Evangelium stellt Jesus die bedeutende Frage, wer bin ich denn für die Menschen hier? Und er bekommt dementsprechende Antworten. Und dann die Frage, ihr aber, die ihr intensiver mit mir zusammenlebt, die Frage richtet sich nämlich an die Jüngerinnen und Jünger Jesu, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und warum ist diese Frage so bedeutend? Nicht, weil Jesus sich ermutigen und aufbauen lassen muss und Bestärkung braucht durch positive Rückmeldungen. Nicht, weil er seine Identität erst finden muss durch die Kommentare der Menschen. Nein, die Frage ist von Bedeutung, weil der einzelne Mensch in seinem Denken über Jesus sich das Herz öffnet oder eher verschließt. Wer bin ich für dich? Fragt Jesus. Und nochmals, die übrigen können über Jesus denken, wie sie wollen. Wenn Jesus die Jünger fragt und uns fragt, dann meint er, auf euch kommt's jetzt zuerst an. Und ihr seid die Angefragten und von eurer Beziehung zu mir hängt auch die Geschichte ab, die ihr machen könnt und sollt. Marie Ebner-Eschenbach hat einmal formuliert, 1916 ist sie hier in Wien verstorben, sie hat formuliert, der Umgang mit einem Egoisten ist darum so verderblich, weil die Notwehr uns allmählich zwingt,
in seine Fehler zu verfallen. Der Umgang mit einem Egoisten führt sehr rasch dazu, dass wir aus irgendwelchen Selbstschutzgründen die Art des Egoisten annehmen. Und deshalb ist es so heilsam, sich mit einem Nicht-Egoisten zu verbünden, sich auf einen Nicht-Egoisten einzulassen, weil der das Leben repräsentiert, weil der das Leben gestaltet und uns vor Augen führt, wie es tatsächlich sein kann, wie Gott es jedem Menschen zugedacht hat. In Jesus haben wir den, der nicht in erster Linie die Eigeninteressen verfolgt, sondern er hat vor Augen, was den Menschen gut tut. Und deshalb ist es so bedeutend, eine Herzensbeziehung zu Jesus zu haben. Nicht bloß im Kopf zu sagen, nicht schlecht, so ein Mensch, noch dazu Sohn Gottes. Gut, solche Vorbilder zu haben, natürlich. Aber erst wenn eine Herzensbeziehung da ist, für wen haltet ihr mich, fragt Jesus, erst wenn die Herzensbeziehung da ist, kann sozusagen diese umgestaltende Macht Jesu mit uns etwas tun. Kurz gesagt, wir können uns tatsächlich gesund lieben lassen, wenn wir seine Nähe wünschen, wenn wir seine Nähe zulassen, wenn wir seine Nähe suchen. Ich meine, es ist weltweit sehr ähnlich. Wir sind auf der Suche nach der besten Orientierung und nach dem, der uns tatsächlich weiterhilft. Ein Aspekt ist, dass er als Sohn Gottes uns dann weiterhilft, wenn menschliche Weisheit und Kunst uns nicht mehr helfen kann und wir spüren, jetzt klopft der Tod an die Türe. Und wir können zwar mit dem Sterben irgendwie fertig werden, mit Beruhigungsmitteln aller Art, aber mit dem Tod könnte der Mensch nicht fertig werden. Da braucht es den Sohn Gottes, da braucht es den Auferstandenen. Also, wenn es dann mal ums Große und Ganze geht, ums Endgültige, ist Jesus derjenige, der uns da weiterhilft. Aber noch viel mehr können wir die Art Jesu, das Wesen Jesu in dieser Welt bereits kennenlernen, in dieser Zeit, die uns gegeben ist. Was hat Ihnen Jesus schon alles nahebringen können? Welchen Einfluss hat Jesus in Ihrem Leben schon haben können? Manche von Ihnen wissen, dass er mein Leben, kurz gesagt, umgestaltet hat und ich auch äußere Tätigkeit, nämlich die Tätigkeit des Karosseriespenglers, umgestellt habe hin zum Priester, zum Seelsorger. 1991 durfte ich hier die Priesterweihe empfangen. Das ist natürlich nicht eine alltägliche Lebensveränderung, die Jesus jemandem zugedacht hat. Aber im Kleinen und doch auch im Großen rechne ich damit, dass Ihr Leben auch dem Einfluss Jesu ausgesetzt ist und dass auch Sie fragen, was hat denn der Größere mir zu sagen? Und ist es tatsächlich möglich, das Leben neu zu orientieren? Ist es tatsächlich möglich, die Sorge um sich selbst loszulassen, weil ein Versorgtwerden von Seiten Gottes irgendwie spürbar ist und schließlich ein sich Sorgen um andere möglich wird? Ganz anders, wie es der Egoist tut, sollte der Christ
es tun. Also der Christ wäre einer, der merkt, er wird von Seiten Gottes versorgt mit Weisheit und Lebenshalt, Lebensinhalt, und deshalb kann er für andere mitsorgen. Er wird von Gott selbst gehalten. Gestern war ich auf dem Hungerbergweg spazieren mit einer Gruppe, und genau dort ist es in dem Ende der 80er Jahren für mich so bewusst geworden, dass mein Christsein und mein Weg in erster Linie möglich ist, weil ich gehalten bin von Gott. Nicht, weil ich mich so festklammere, sondern weil ich gehalten bin von Gott, weil er mich sozusagen umarmt. Und dieses Gehaltensein gibt einen Halt, was möglich macht, anderen wieder Halt zu geben. Abschließend ein Gedanke, den Edith Stein uns hinterlassen hat. Sie nämlich sagt, die tiefere Gottesbeziehung lehrt uns, menschliche Stütze zu entbehren und gibt uns die Kraft und Freiheit, die wir brauchen, um anderen Stütze zu sein. Also die Gemeinschaft mit Jesus befreit und gibt Kraft zum Dienen. Ganz anders, als der Egoist es machen muss. Bitten wir Jesus, dass er uns weiterhin mit seinem Geist begeistert, dass wir animiert, inspiriert und motiviert sind von seinem Geist, und zwar beginnend im Herzen. Amen.